damit seid gerüst, meine lieben Zwerge, Gnomen, Hobbits und Eladum zu einem neuen Pracht-Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ja, im letzten Part haben wir genau hier geendet, auf dieser Route. Heute wird es mal ein bisschen weitergehen in der Story, hoffentlich auf der Route zumindest Richtung nächsten Storypunkt. Rotom fragt hier gleich mal, was magst du lieber, Zwerge, Tag oder Nacht? Komplizierte Frage. Ich würde sagen, ja, komm, kann man doch den Tag nehmen. Das passt zu dir, du strahlst ja mal so genau wie die Sonne. Brrrt. Ja, okay. Gibt es noch ein paar Kämpfe hier? Hier gibt es einen Herrschersticker. So, ich hoffe, hier heute kommen wir bis zum Team Skulls Hauptquartier. Da ist auf jeden Fall noch ein kleines Strickchen dazwischen. Das werden wir heute zurücklegen und dann sind wir im nächsten Part voll im Geschehen dabei. Wie dem Trainer ausweichen. Den müssen wir jetzt nicht unbedingt sofort besiegen. Erstmal mit denen hier reden. Der Fall ist klar. Die Flecken meines Pandier sind eindeutig am fleckigsten. Sie ist jedoch nur mal an. Von oben bis unten Flecken, einer schneller als der andere. Alle Pandya sind gefleckte Augen. Alle Pandya sind gefleckte Augenweiden. Aber das Pandya rechts ist das schönste. Große Farben mit Muster. Seine Flecken sind einfach makellos. Was soll man da sagen? Pandi! Pan! Nicht Pandi, sondern Pan. Pandi! Ja, diese Pandios scheinen scheinbar die Menschen zu hypnotisieren, so wie sie aussehen. Ja, auf jeden Fall. Da kann man unten durch. Jo. Oh, ein Trainer. Was versteckt sich da dieses Kind hier in dieser dunklen Ecke? Willkommen in meiner geheimen Basis. Sie ist so geheim, dass du sie nicht sehen kannst, wo du mit drin stehst. Wenn du mich besiegst, verrate ich das Geheimnis. Ja, da freue ich mich ja schon aufs Geheimnis. Vorschülerin Emilia fordert dich heraus. Schön, schön. Mit dem einen Pokémon hier. Es ist ein Mimikma. Es ist ein Dave. Ja, mal schauen, was bringt. Mimikma Level 34. Oh, schon nicht schlecht. Also unterschätzen sollte man es nicht. Vor allem Mimikma generell nicht. Da ist ein sehr gutes Pokémon ist. Schlitzer! Estran! Bats! Ja, diese Attacke, die ist nervig. Kostümspuk von Mimikma. Das hält ein Attacke aus. Die erste Attacke hält es auf jeden Fall aus. Das ist es. Das war mir, als ich das im Team hatte, sehr hilfreich und wird es dem Gegner auch sehr hilfreich sein, weil. Im entscheidenden Punkt kann es doch unter Umständen gut sein für den Gegner, wenn eine Attacke nicht bringt, nicht wirkt und es daneben geht. Das kann schon manchmal den Kampf bedeuten, das kann schon Sieg oder Niederlage bedeuten. Das kann schon den Kampf entscheiden. Muss zwar nicht, aber kann. Eszahn. Zack. Mimikma ist gleich besiegt. Das haben wir gleich. Eszahn. Achso. Mimikma kann natürlich auch Eszahn einsetzen. Warum auch immer. So, besiegt ist es. So, dann gib mal das Geheimnis her. Rück raus damit. Pikachu recht Level 40. Bäh, ein Geheimnis bleibt ein Geheimnis. Egal, ob ich gewinne oder fliege. Auf jeden Fall. Auf jenen. Na dann behalt mal dein Geheimnis für dich. Ist auch gut so. Du findest die TM81 Kreuzschere. TM81 Kreuzschere wurde in der TM-Tasche verstaut. So, dann mal hier wieder zurück. Zurück. So, und dann geht's da rein in die Erta-Basis hier. Da gibt's bestimmt auch ganz Interessantes zu entdecken. Ja.
Wir haben drei Pokéballe liegen, die wir uns nicht holen können. Ein PC, an den wir wahrscheinlich gleich ran können. Eine Tür, die verschlossen ist mit einem Ether-Symbol. Okay, was mit dir? Sina und Dexto sind nach Lola gekommen, um ein Pokémon namens Zygarde zu finden. Bitte wende dich sofort an uns, falls du mal über ein Zygarde stolperst. Ein Kristall. Diese Vorrichtung sieht beeindruckend aus, wofür sie wohl verwendet wird. Ja. Ob wir das mal herausfinden. In Pokémon Sonne haben wir es herausgefunden, aber naja, hier wohl eher weniger. So, Pokémon-Team geheilt, weiter geht's. Dahin wollen wir, die Route wollen wir nicht lang. Ja, da sind wir im Ulla-Ulla-Blumenmeer. Ah, super. Das ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Was mit dir, du Golfer? Du fragst dich bestimmt, was ein Golfer inmitten eines Blumenmeeres macht. Tja, wenn du dieses Rätsel lösen willst, musst du als Trainer hier mich besiegen. Ach, alle Trainer hier besiegen. Mache ich doch, ja. Suche mal alle Trainer. Oh, da sehen wir aber wen, den wir schon kennen. Das ist doch... ist doch der Fabian von... der Aether Foundation. Ach, wenn das nicht Zwergfee ist. Wohin des Weges, wenn ich fragen darf? Nach Polen. Da will ich hin. Nach Polen? Da, wo diese Rüpel von Tibiskel herumlungern? Diesem unmöglichen Taugenichtse. Sie haben nichts Besseres zu tun, als Pokémon übel mitzuspielen. Wenn ich nur wüsste, wie diese Lumpen unter Kontrolle zu bringen sind. Ich hingegen, ich suche persönlich alle Teile Alolas auf, um nach dem Wohlergehen der Pokémon zu sehen. Auch über das Problem von Necromancer zerbreche ich mir ganz allein den Kopf. Findest du nicht auch, dass jemand wie ich, der so viel Engagement zeigt, sich perfekt als Präsident eignen würde? Naja, also da lass uns noch mal ein bisschen drüber debattieren, ein bisschen diskutieren. Also Präsident würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Was rede ich da? Ein Kind? Ich meine, ich erwarte nicht, dass du verstehst, was ich damit sagen will. Wie dem auch sei. Ich kann dir nur raten, Team Skull aus dem Weg zu gehen. Nein, das werde ich nicht tun. Ganz im Gegenteil, ich werde Team Skull finden und besiegen. Und das nicht nur wegen diesem Pokémon. Wegen diesem, wie heißt es noch gleich? Mein Junior, wegen diesem Trumpfwiese. Nicht nur deshalb werde ich Team Skull besiegen, sondern weil es schon lange das ganze Alola hier terrorisiert. Schön, schön. Hier haben wir ein Pokémon, das wir fotografieren können. Du bist gut. Das sieht man da hinten. Vielleicht kann man irgendwie ranzoomen, oder? Ja, kann man bestimmt. Ich sehe es bloß gerade nicht. Ja, da sieht man es doch schon viel besser. Na komm. Noch ein Foto hier, direkt aus der Mitte. So, perfekt. Der Film ist ausgegangen. Brrrt. Wähle als nächstes, welches Foto du teilen möchtest. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier oder das hier. Das sieht, glaube ich, am besten aus. Auch mal ein Andenkenfoto von dem Ulla Ulla Blumenmeer gemacht. Haben wir auch mal ein Erinnerungsfoto. Sie will mit uns kämpfen? Ja. Wilde Trainerin. Der duftende Nektar lockt offenbar auch Trainer an. Vielleicht. Mag sein. Angestellte Patricia fordert dich heraus. Schön, schön. Ein Quartel. Ah, habe ich mein Leben noch parat? Ja. Aber unbedingt. Ist so noch voll aufgeladen. Los geht's. Dürre von Quartel wirkt. Okay, okay. Da hätten wir doch Eiszahn. Das könnte doch was bringen auf Party. Zack. Naja, eher weniger. Ist halt Eis und Feuer. Wasser wäre effektiver. Aber Mist vielleicht. Könnte das was bringen? Zack. Na, ja, ja.
Lässt alles so zu wünschen übrig. Eine Windhose hätte ich noch im Angebot. Und dann noch Ticke. Na, das ist nicht wirklich das, was ich will. Okay, bis war, glaube ich, bisher am effektivsten. Also, lass mal weiter Biss einsetzen. Biss, weiß ist zu Tode. Dann kriegst du bestimmt auch ein paar Erfahrungspunkte. Und vielleicht einen neuen Level. Neuen Level. Richtig sprechen können. Muss man schon können, das Sprechen. Turbodrier. Sonnenlicht verliert an Wirkung. Schön, schön. Kann ich weiter drauf losbeißen. Okay, ja. Und da seine Attacken noch nicht sehr effektiv sind, würde ich mal sagen, kann ich weiter Biss einsetzen. Das sieht doch gerade sehr gut aus. Das könnte ich doch hinkriegen. Nochmal Flammenrad. Ja, Flammenrad bringt auf Dave halt nicht wirklich viel. Es hat ein Wasser-Pokémon und Feuerattacken auf Wasser-Pokémon. Ja, sollte man eher nicht versuchen. So, Quartel wurde besiegt. Es ging ein bisschen langsam, aber wir haben es geschafft. Der wird 32 erreicht. Neue Attacke. Schade. Steve erreicht Level 38. Elfun. Wir kämpfen natürlich weiter. Obwohl das ein bisschen zäh werden könnte mit dem lieben Dave. Ja, wie wär's mit Eiszahn? Das soll sehr effektiv sein auf Elfun. Versuchen wir es doch mal. Könnten wir vielleicht etwas schaffen, könnte uns etwas gelingen. Ja. Kann man gelten lassen. Kann sich sehen lassen. So, Energieball und ich nochmal Eiszahn. Oder auch nicht. Ich wurde besiegt. Lenny, komm du mal raus. Du hast eine effektive Attacke. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber eine effektive Attacke. Zumindest etwas. Kannst du mal Spukball einsetzen. Energieball versus Spukball. Mal sehen, was mehr bringt. Na. Scheinbar Spukball. Ja. Spukball schien scheinbar mehr zu bringen. So, hätten wir es besiegt. Hätten wir den ersten Trainer besiegt. Eine solche Niederlage inmitten eines wunderschönen Blumenmeers gibt ein trauriges Bild ab. Was? Geht natürlich siegreich aus dem Kampf hervor. Gegen die Trainerin. Ja, dann gehen wir mal hinunter in das Blumenmeer. Da war eine Hula-Hula-Tänzerin oder so ähnlich. Ach, Menno, ich komme hier echt nicht zu nichts. Jedes Mal, wenn ein Trainer an mir vorbeiläuft, muss ich ihn einmal zum Kampf herausfordern. Musst du ja nicht. Es zwingt dich ja niemand dazu, gegen mich zu kämpfen. Du musst es nicht, kannst mich auch einfach ziehen lassen. Ich muss dich nicht besiegen. Ich kann auch so leben. Ich kann auch weiter meinen Frieden haben, ohne dich besiegt zu haben. Aber wenn es sein muss, setze ich einmal Spukball ein. Das könnte etwas bringen. Ja, etwas bringt's. So. Das Pokémon ist cool. Floette. Floette. Es hat eine große Rolle in Pokémon Y. Und natürlich auch Pokémon X. Ich habe nur Pokémon Y gespielt. Aber Pokémon X wird wahrscheinlich ähnlich sein. Nicht nur ähnlich, sondern gleich. Ist ja eine parallele Edition. Also kann man schon sagen, Pokémon X und Y. Und wer das Let's Play gesehen hat, der weiß, ne, was läuft. Es wird auch irgendwann mal ein Pokémon Y Let's Play again geben. Ja, erstmal müssen wir Pokémon Ultramond und Ultrasonne besiegen. Ja, nicht nur besiegen, bewältigen, beenden, überstehen. Dann kann es weitergehen mit Y. Von mir aus. Roter Nektar gefunden. Ja, in einem roten Blumenmeer. Kann es schon sein, dass man da mal roten Nektar findet. In Floette wollen wir das uns fangen. Nur der Vollständigkeit halber für den Pokédex. Mal einfach mal auf diese Box legen. Ich werde es garantiert nicht mehr ins Team nehmen. Nein, nicht wirklich. Da habe ich nicht wirklich Interesse für, aber du kannst ja mal fangen. Wäre schön, ist zumindest da zu haben. Als Pokémon-Dex-Eintrag und als ein Pokémon, was man rein theoretisch mit ins Team... Los, Superball! Na komm, lass es jetzt gelingen.
1, 2, A-Spammen. 3. Nein, es hat sich befreit. Nein. Zauberblatt. Okay, Lenny, das kriegst du hin. Du musst noch ein bisschen was einsetzen, um es zu schaden. Wäre es mit Spukball. Ordentlich. Zack, so ist es im roten Bereich. Nein, das ist besiegt. Naja, was soll's. Den Versuch war es wert. Level 36 für Lenny. Auch gut. Hat es doch was gebracht. Ja, da haben wir einen Wiederball. Das hat sich ja gelohnt, hier hinzulaufen. Durch das hohe Gras. Durch das hohe Blumengras. Plastiker geangelt. Perfekt. Schön. Geht es hier noch irgendwo weiter? Gibt es da noch weitere Trainer, die ich besiegen kann? Hier gibt's was. Hier läuft doch einer rum, der gegen mich kämpfen will, oder? Hier geht's auch noch hoch ins hohe Gras. Und du willst kämpfen. Los, kämpfe! Hast du eine Ahnung, welches wohl das stärkste aller Pokémon ist? Nö. Jus oder Arceus könnte ja unter Umständen, ja, als Pokémon-Gott könnte der schon ziemlich stark sein. Gefangen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Also ich habe irgendwie, da gibt es halt irgendwie eine Möglichkeit, das nach dem Spiel zu machen. Nach der Top 4 in Pokémon Diamant. Oder war es Pokémon Platin. Da kann man den irgendwie fangen. Oder zumindest bekämpfen. Ich habe es aber noch nie gemacht. Weil das erste Mal, als ich das durchgespielt habe. Und auch als das letzte Mal, als ich das durchgespielt habe, wusste ich von Arceus dort noch nichts. Arceus heißt der, oder Arceus kann man sagen, eigentlich wie man will. Oder kann man nicht sagen, wie man will, aber ich sag's, wie ich's will. Und Arceus klingt doch, glaube ich, eigentlich besser. Muss ich das jetzt rausschneiden? Ist das mit im Video drin? Hat man das gehört? Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Das klang ulkig. Irgendwas ist da gerade passiert im Haus. Ja. Es sind halt irgendwie ein paar Leute hier. So familienmäßig. Da ist aber was los. Da waren gerade komische Geräusche. Ist da irgendwas passiert? Ist jemand gestorben oder was? Klang gerade fast zu. Wir werden es ja gleich sehen. Schlitzer! Ich muss gleich mal die Aufnahme wenden, um zu gucken, ob da jemand gestorben ist. Klang richtig schlimm. Eins, zwei und schwupp! Lea hat gerade früher vergessen und er nennt Schlitzer. Komm, nächstes Pokémon, letztes Pokémon, weiterkämpfen. Koklea, was? Koalea, Koalelu. Ah, okay. Koalu, nur der Mann im Mond schaut zu. Ungefähr so. Lin wird schläfrig. Na komm, was wirkungslos, stimmt. Ah, Spukball. Auf Koalelu ist das etwas ineffektiv. Und jetzt schläft Lenny. Gegenstoß scheint effektiv zu sein. Also, wenn Lenny nicht vorher besiegt wird, ja. Schlafend besiegt. Auch schön. Koalelu. Schlaf auch du. Ja, gute Nacht wieder hier. Ist ja dunkel. Im Spiel. Zumindest. Ja. Haben wir es geschafft? Haben wir das Koealu besiegt? Oder so ähnlich, wie es auch immer gesprochen wird. Geschrei war nicht auf der Aufnahme mit drauf. Was hier gerade in der Bude passiert ist. Wenn doch, entschuldige ich mich dafür. Hui, auf den letzten Metern. Das Pokémon Enfluorite. Wollen wir es nochmal versuchen zu fangen? Oder wollen wir es sein lassen? Ich glaube, wir lassen es sein. Ist es nicht wert?
Da war es eh nicht mit ins Team. Lassen wir es mal bleiben. Zitterorb. Dafür hat es sich gelohnt, hier durchs ganze Gras zu sprinten. Joa, haben wir jetzt alle abgearbeitet. Können wir jetzt zu dem Typen zurück und den besiegen und dort sein. Ah, mein Glückwunsch, du hast alle Trainer im Blumenmeer besiegt. Dann verrate ich dir jetzt das Rätsels Lösung. Wenn ich auf einen Trainer mit einem Schneid gewartet habe, wie wäre es mit einem kleinen Pokémon-Kampf zwischen dir und mir? Ja, los geht's. Bin auch schon geübt hier aus dem Blumenmeer. Mein Spezialgebiet, hitzige Kampftaktiken mit dem Heißurb. Meine Abschläge haben so viel Schwung wie Leidenschaft in sich. Auf geht's. Das Blumenmeer erforscht. Auch mal schön. Und auch wieder nur zwei Pokémon. Die kriegen wir trotzdem hin. Könnten uns trotzdem hinkriegen. So rum. Also zwei Pokémon heißt nicht, dass der schlecht ist. Es können auch zwei gute Pokémon sein. Juwelenkraft. Auf geht's. Hau raus. Ist zurückgeschreckt. Ach du Haarschande. Ach du Haarschande. Ja, genau. So, einmal Juwelenkraft bitte einsetzen, Lea. Juwelenkraft. Badass. Das bringt nicht sehr viel. Das ist eher ineffektiv. Und war ja zu erwarten bei Hariyama. Die Weiterentwicklung von Makuhita, wie es ausschaut. Finte. Komm, vielleicht bringt das etwas mehr. Nö, nicht wirklich. Aber immerhin ist es verbrannt. Das Hakudama oder wie das heißt. Ich hab's schon wieder vergessen in der kurzen Zeit. Na, meine Vergesslichkeit. Hariyama heißt es ja. Makuhita wird zu Hariyama. Das geht ja alles sehr ja, japanisch. Ach was. Japanische Namen in Pokémon. Das, wie das wohl kommt, wie das zustande kommt. Ein Mysterium. Los, Finte. Mach noch ein bisschen was draus. Oh, zur Hälfte ist es fast besiegt. Hat Leer ordentlich gekämpft. So, Verbrennung und die Hälfte ist geschafft. Dann würde ich doch mal sagen, Steve, komm du mal raus. Du bist ein sehr starker Kämpfer. Schmeiß dich drauf. Zerhack es mit deinem Stapel. Mach es alle. Nitroladung könnte das was bringen. Ja, könnte doch was machen. Nitroladung. Volle Möhre. Was? Ja, volle Möhre sieht anders aus, aber ja, in Ordnung. So, Hariyama ist im roten Bereich. Wäre es mit Bohrschnabel? Setzt dem Ganzen ein Ende. Ein Ende ist es ja nicht. Da kommt noch ein zweiter Kampf gegen ein zweites Pokémon, ein zweites Team-Pokémon. Aber dem ersten Pokémon ist ein Ende gesetzt. Ein Simsala. Abracadabra, Simsala. Da fehlt nur noch das Spin. Das ist dreimal schwarzer Krater. Das passt nicht ins Team. Schade. Habe ich aber mal ein Pokémon Diamant gemacht, als ich das einmal durchgespielt habe. Das habe ich mehrere Male durchgespielt. Das habe ich so oft durchgespielt. Das ist halt mein erstes Pokémon-Spiel und deshalb spiele ich das auch öfters durch. Ja, ich meine, gemacht hatte ich ein Abra im Team, Kadabra hatte ich im Team Simsala. Das zweite Simsala, das habe ich dann Bim genannt. Und dann haben leider nur noch zwei schwarze Nachtaras da reingepasst. Das dritte Nachtara hatte ich in der Box. Schade eigentlich. 7 Plätze im Team wären viel besser. Könnte man aber Kadabra Simsala mit einem dreimal schwarzer Kasa machen. Fehlt nur noch ein Hex-Hex. Ja, ungefähr so. Das war jetzt unbedingt nötig, die Schnabelkanone. Ja, Steve erreicht Level 39. Da entwickeln sich unsere Pokémon sehr gut. Also kriegen weitere Levels. Entwickeln tun sie sich nicht mehr. Also zumindest Steve entwickelt sich nicht mehr. Das ist in seiner Endentwicklung. Das wird nichts mehr. Kämpfen hervor. Das habe ich mir gedacht. Das hast du da. Du hast das Potenzial in dir. Eine würdige Erbe. Heißobst zu sein. Ja, es war richtig von mir hier zu warten. Hier, mein Heißob. Du erhältst das Item Eis. Heißorb. Heißorb. Heißorb und Heißorb. Ja. Super, dann wäre das erledigt. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber irgendwie ist mir in letzter Zeit Golfen wichtiger geworden als das Austragen von Pokémon-Kämpfen. Ich habe wohl die Nase voll vom Trainieren.
und vom Trainer da sein. Den Hellsworb brauche ich also nicht mehr. Ich hätte ihn ungern weggeworfen. Gut, dass du ihn jetzt benutzen kannst. Bitte setz ihn weiter ein. Ja, weiter geht's. Das Blumenmeer lassen wir jetzt hinter uns und gehen weiter, schreiten fort Richtung Po-U, wo wir Team Skull erwarten können. Schön, schön. Route 17 sind wir jetzt. Da haben wir hier ein, wie heißt das, Polizeilager, Polizeihauptquartier, direkt in der Nähe von Pum. Okay. Dann mal rein dort. Gibt's hier wieder ein paar Dittos, ein Banditos. Mautz! Mama Otzi! Maut, Mautz! Sind alle Polizisten hier Mautzis oder was? Mautz! Ja, sprich mit allen Mautzis. Mama Mautz! Mautz! Da sind wirklich sehr viele Mautzis unterwegs. Mautz! Hier sollten mal richtige Menschen hier sein, weil das braucht man hier in der Nähe von Paul. 48 Herrschersticker. Ja, ein von Mautzis besetzter Polizeirevier. Hier. In Team Skulls, in der Nähe von Team Skulls Hauptquartier. Und hier sehe ich schon Team Skull, den ersten Trainer, den wir heute nicht mehr besiegen. Oder doch, machen wir es noch schnell. Ich guck mal kurz auf die Zeit. Eine Minute, 37 Sekunden später. Na komm, wir wollen vorankommen, also auf geht's. Team Sky-Mitglied Nummer 1. So, find ich wohl daneben, wenn jemand hier alles krass ernst und verbissen sieht. Meine Aufgabe hier bei Team Sky, ich aber vorerst irgendwie strange. Ja, irgendwie strange ist der ganze Laden hier. Der ganze Team Sky-Schuppen. Ein bisschen strange, nicht nur ein bisschen strange, sondern voll strange, ey, Alter. Ja, so in der Art. Steve, ja, mein Pokémon-Team ist nicht mehr ganz beisammen, das ist schon etwas besiegt. Risikodeckel, hui, hui, hui. Vorsicht, Ratzfatz, Durchbruch. Ja, nice, Ratzfatz besiegt. Da war es nur noch eins. Stopp den Klima schnell hin. Apollo! Ich kämpfe natürlich weiter. Mal schauen, was wird. Notfalls haben wir noch Hoodie im Team. Nein, wirkungslos. Tiefschlag ist wirkungslos. Huiha! Durchbruch ist wirkungslos. Tiefschlag wurde gerade sehr gut eingesetzt. Nitro-Ladung. Komm noch einmal. Und Fußstrahl. Ja, kann ruhig verwirrt sein, solange er noch einsetzt hier. Komm, hau rinne. Du hast noch wenig KP. Nitro-Ladung, mach's alle. Bats. Okay, mach's alle, sieht anders aus, aber ja, muss wohl Hoodie gleich mal anrücken. Schnabelkanone, komm. Tiefschlag, auwei. Ein Volltreffer. Dafür brennt das Apollo. Besiegt. Apollo. Verbrannt. Hoodie und Pikachu haben wir noch. Los, Hoodie, du bist dran. Du schaffst das, Hoodie. Das ist mein Team Skull-Pokémon. Komm, auf geht's. Schattenfessel. Spukball versus Schattenfessel. Auch immer schön. Huiuiuiuiui. Schattenfessel. Das ist hoffentlich sehr effektiv. Bautz. Ja genau, Bautz. Ich sag es. So, Team Skull-Rüpel wurde besiegt. Mal wieder. Da sieht man's. Selbst wenn man voll ernst bei der Sache ist, gibt's keine Garantie für ein positives Resultat. Sangfee gewinnt 1152 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Team Skullgroup Nummer 1 hervor. So, dann mal weiter hier. Wir wollen mal ankommen. Da ist schon die Hochburg von Team Skull. Können wir da mal rein? Dialog. Na, willst du etwa bei Team Skull mitmachen? Warte mal, das ist doch ein Z-Kraftring. Was geht denn ab? Bist du auf in so einer Schacht oder was? Oder warte, jetzt hab ich's geschnallt. Du willst uns nur diesen, wir in so einer Schacht hingeschmissen haben. Du glaubst doch nicht etwa, du kannst die einfach so aufkreuzen und uns so runter machen. Kampf gegen Team Skull. Den kriegen wir noch in diesem Part gebacken hier.
Das soll so nicht ändern. Komm, zwei Pokémon, kriegen wir hin. Sechs gute Zwergenfürst-Pokémon. Team Zwergenfee. Gegen Team Skull. Komm, das wird doch wohl hier. Wird doch wohl machbar sein. Apollo und Gyarados. Dave und Lenny. Zurex und Miladiantri. Ja, Eiszahn auf ihn hier. Und ich würde dann mal sagen, ja, sind nicht sehr effektiv die Attacken, aber Konfustrahl auf den anderen. Ja, was soll's. Konfustrahl ist ja wenigstens verwirrt. Ist schon mal gut, das geklärt zu haben. Ist auch ein Weg in die richtige Richtung. Was? Ist effektiv. Schön, schön. Hat sich selbst verletzt. Auch schön. Auch sehr schön. Brauts. Dave wurde geschadet. So, was wäre denn mit Windhose? Windhose auf Zurek und den anderen auch. Noch gleich mit. Tiefschlag ist nicht sehr effektiv, aber wir können es trotzdem einsetzen. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Ja, ein klein wenig. So, Wirbelwind. Oder was das auch mal war. Zack. Verwirrt, schadet sich selbst. So kann man sich auch umbringen. Komm, das kriegen wir hin hier. Vielleicht sogar noch mit Gyarados und Apollo. Alpollo. Tackle auf Zurex. Wir wollen alles mal ausprobieren. Immer Spukball, obwohl das nicht viel bringt. Auf geht's. Tackle. Doch langsam aber sicher kriegen wir es hin. Langsam aber sicher wird das hier fortgesetzt. Grimasse. Deine Grimassen werden dir nicht helfen. Zurex. Spukball. Immerhin, dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, hat das viel gebracht. Dann würden wir mal machen Windhose auf alle beide und noch einmal Spuckball auf den anderen. Ebenrad hat gute Sachen gebracht. Also, warum nicht? Lenny fast besiegt. Grimasse. Wie gesagt, eine Grimasse wird dir nicht viel bringen. Auf geht's. Spuckball. Wenn das genauso viel bringt wie Ebenrad. Nice. Zurek besiegt. Da war nur noch der eine da und der hat auch nur noch ganz wenig KP. Hoodie erreicht ein neues Level. Bats, mach's alle. Ich sagte, mach's alle. Ich lasse noch ein KP übrig. Naja, einmal bis hier nochmal. Und einmal, warum nicht, Spukball. Wer als erstes einsetzt. Gewissheit. Bats, Lenny wurde besiegt. Schade um ihn. Und jetzt Dave, bis da war es um das Gladiantri auch geschehen. Leel. Sprachfehler. Hahaha, du bist viel krasser als ich traue. Du bist viel krasser drauf als ich. Das kann ich nur noch lachen. Boah, du den Wanderschaften, Link. Boah, diese Insewander Link rennt ja echt gut zu tun. Dann lasst uns mal durch. Starke Trainer, kann ich nicht ab. Nur weil du unbedingt da durch wirst und uns besiegt hast, lassen wir dich noch lange nicht hier durch. Ja. Hey, Mädchen. Und wer bist denn du? Du siehst so aus, als wolltest du hier rein. Bist du dir da ganz sicher? Bereite dich lieber gut vor, denn hinter dieser Tür wartet Team Skull auf dich. Während du durch diese Pforte schreitet, tritt ihnen bei oder fordert sie heraus. Hast du dir das gut überlegt? Das habe ich. Das wirst du schon wissen, was du tust. Jeder von uns hat so seine Gründe. Hier, ich öffne die Tür. Und keine Sorge, solltest du es nicht schaffen, werde ich deiner Familie Blumen schicken. Was für ermutigende Worte. Ja, nächsten Part. Jetzt dann hier in Po-U-Wetter. Team Skull erwartet uns.
So, ich schick mal diese Pfeife da aus Blau. Was ab? Die stört voll unseren Flow. Lass das Gürtel im Regen stehen. Wir haben schließlich unsere Ballade. Ich meine natürlich Barrikade. Wirst du die jetzt etwa aus dem Wege räumen, um den Balk ins Zimmer zu ziehen? Da hast du recht, Alter. Mach die Wege, du Flieger. Solange du keinen Schleichweg findest, kannst du da draußen ja versauern.